Hallo, liebe Leute, willkommen zurück in Brave Frontier Japan, wo wir gestern ein dickes Update hatten und damit ziemlich coole Dinge bekommen. Als erstes seht ihr hier schon auf der linken Seite dieses riesige, absolut knuddelig aussehende Viech dort. Das ist der extra Skill Brave Burst Fodder, das Highlight des Updates, den ich persönlich allein schon vom Design her unheimlich geil finde. Das Ding ist so knuffig. Aber noch ein paar mehr Sachen, die man direkt sieht. Wir haben hier jetzt eine bessere Aufteilung. Ich hatte hier einfach in einem Video im Global, ich weiß gar nicht mehr zu welchem, zu irgendwas hatte ich getriggert, darüber geht, von wegen, das Spiel ist halt stückweise gewachsen und zusammengestückelt und da sieht man es wieder. Sie haben jetzt gemerkt, ha, ein paar Sachen sollten doch hier direkt mit hin. Man hat ja auch den Direktzugang zum Achievement Shop, weil sonst musste man halt aufs Dorf, dann auf die Stadt und dann auswählen oder auf die Stadt und dann dahin. Das ist auch ein Haufen Aufwand. Und das haben sie netterweise jetzt hier mit hingelegt. Deswegen man sich die Sachen zum Beispiel viel schneller holen kann und auch viel schneller hier Sachen kaufen kann. Da finden wir auch die zweite Hälfte des Extra-Skill-Dings überhaupt schon. Das ist dieser hier. Und zwar der Weiße, den wir oben rechts sehen, kann Extra-Skills geben. Und der Schwarte hier kann sie wieder wegnehmen. Der Punkt ist, es geht dabei immer um einen Extra-Extra-Skill, so gesehen. Denn es sieht so aus, ihr bekommt einen, oder ein Extra-Skill S2, heißt es hier in den Daten auf Reddit gerade. Es gibt eine Komplettliste mit allen Skills, was ziemlich cool ist. Und der Effekt davon ist, die geben halt einen zusätzlichen Extra-Skill, den man auf eine Einheit drauf machen kann. Der bleibt erhalten, wenn man entwickelt, soweit ich weiß. Und die Weißen geben den halt und mit dem Schwarzen kann man ihn wieder runternehmen, um ihn dann auf eine andere Einheit wiederzugeben. Man kann ihn auch überschreiben, aber dann ist halt der, den man vorher hatte, weg. Was ein bisschen doof ist. Und da kann man sich halt hier welche kaufen. Nein, ich will nicht dich kaufen. Ach ja, man hat jetzt auch Schieberegler übrigens, was auch ziemlich cool ist. Also sie haben mir gut was dran gearbeitet, noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber mir geht es vor allem um diese Extra-Skill-Dinger und die Frage ist, wie kriege ich die? Erste Chance wäre ja, haben sie einen Vortex-Dungeon dazu gemacht? Nee. Haben wir ein neues Questgebiet, wo man die vielleicht finden kann? Nee, auch nichts Neues. Ja. Man kann sie beim Beschwören bekommen. Und zwar, wenn man Rare-Summon macht, und sie haben, momentan gibt es ein Badge-Event, es wird, geht jeden Tag weiter, und alle zwei Beschwörungen kriegt man einen dieser Extra-Skill-Einheiten. Und sie gehen jetzt alle Badges von hinten durch. Was heißt, wir haben hier ziemlich das Erste, was eigentlich für mich nicht besonders spannend ist. Ich werde jetzt aber trotzdem beschwören, einfach aufgrund der Chance, dass wir dann diese Extra-Skill-Fodder bekommen, vielleicht noch eine Einheit bekommen, die mich mehr interessiert, aber vor allen Dingen halt die Extra-Skill-Fodder und dann damit dann die Möglichkeit haben, die fortzuführen. Wie gesagt, von dem Badge habe ich, glaube ich, schon so ziemlich alles, das ist nicht so besonders spannend. Aber wir kriegen noch eine Math-Gear. Habe ich schon einen von, aber blub. Habe ich sogar schon ausgebaut. Dann... coole Einheit. Oh. Uiuiui. Das hat Moment gedauert, ich hab's gecheckt. Das ist Kranz. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Den habe ich nämlich nicht. Der ist ja noch Anima. Geil. Oh, und da kriegen wir jetzt unseren Extra-Skill-Fodder. Der kann bis Stufe. Bis Brave-Burst Level. Nehmen wir bis Stufe. Bis Sternstufe 7 gehen. Er fängt bei 2 an. Und ich scheine, ich habe jetzt einen schwachen bekommen, weil der ist halt nur ein Sterneform sogar. Gibt einen Brave Burst Füllbonus. Nummer. Jetzt weiß ich. Die Nummer. Das, dummerweise stehen halt die Nummern nicht immer mit dran. Das macht das sehr schwierig. Und hier in der Liste stehen sie auch nicht als ein Stern. Das macht das noch viel verwirrender. Ich finde so noch nicht heraus, was das ist. Wobei, ne, die Unit-Einheit ist immer die gleiche und ich kann leider hier das nicht rauskopieren. Das ist halt ein bisschen tricky daran. Sonst wäre das deutlich einfacher. Schade, werde ich jetzt bestimmt nicht sagen können, was das ist, aber wir wollen ja eh noch ein paar machen. Das ist ja jetzt nur ein Stern. Also ich habe noch nicht zu 100% verstanden, wie es funktioniert, weil ich finde hier in der Liste keine Ein-Sterne-Form bisher, aber vielleicht habe ich einfach noch nicht gut genug geguckt. Doch, da oben. Ha, da gibt es nämlich nur 14 Stück von, das lässt das sagen. Crease Baby, also er kann halt direkt auf Stats erhöhen, das ist aber wohl nicht. Take one up. Das sind es wohl alles nicht. Entweder es ist 15% Def oder 15% Attack, wenn die Baby-Leiste voll ist. Interessant. Ich werde gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Ich will nur erst kurz auf Kranz den Favorisieren draufsetzen. Denn hier stehen natürlich Namen mit dran, die helfen uns dabei vielleicht.
Oder auch nicht, weil sie natürlich alle gleich heißt. Wobei hier müsste ein Name, wo da, das ist der Name, den können wir vielleicht zuordnen. Das ist 15% Death, wenn die Brave Pass-Leiste vor. Das ist ein ziemlich langweiliger Effekt, um ehrlich zu sein. Deswegen werden wir das jetzt nochmal versuchen. Hoffen, dass wir ein bisschen mehr Glück haben und etwas Cooleres bekommen. Ich hoffe ja immer auf coolere Dinge. Ich meine, so, man kann 7-Sterne-Dinge bekommen. Die geben dann so Sachen wie 100% mehr HP. 100% mehr HP! Seriously, that's some big fat shit you can get there. Ne, Diana, reizt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, es ist Diana. Ich verwechsel gerne mit Rice, aber ich denke, es ist Diana. Wie gesagt, reizt mich als Einheit jetzt nicht mehr so. Na. Claire, die habe ich hier auch schon ausgebaut. Irgendwie klar, dass wir welche dieses Badges in Home bekommen werden. Und jetzt kommt er wieder und er ist wieder nur grau. Das klingt jetzt nicht so vielversprechend. Ich hätte erwartet, dass wenn da eine Regenbogentür kommt, man dann die besseren bekommen kann oder so. Vermutlich. Aber er ist so knuffig. Ich finde den so großartig vom Design her. 2-Sterne-Form diesmal. HP dann irgendwas. Mal sehen, ob ich hier eine 2-Sterne-Form finde, die etwas mit HP zu tun hat. Oh, ich finde viele 2-Sterne-Formen. Das macht das Ganze ein bisschen ätzend. Wobei es schon mal nicht Attack und Death ist. Das können wir ziemlich sicher sagen. Ist es dieses hier? Nein, das ist nämlich ein Level 1. Wir müssen doch noch ein Level 2 dabei Skill haben. Meine Vermutung wäre ja gewesen, dass es... Wobei es ist keine Prozentzahl drin. Das heißt, das wird es schon mal nicht sein. Das macht das ein bisschen einfacher. Es wäre eher so ein, wenn HP gering ist oder sowas, würde ich vermuten. Boost Attack, Death Rack, when BB is above 50%, chance to recover HP when attacked. Sowas könnte das tatsächlich sein. Wobei es dafür echt schon fast ein bisschen zu lang ist. Spark Damage wird es aber auch nicht sein. Und leider steht da dann nicht der genaue Name dran bei allen. Also die sind immer noch ein bisschen im Aufbau, was das angeht. Ich denke, er ist das, aber dass er Breath Burst Erfüllung... Oder Stats boosten, wenn HP über 50% sind. Was habe ich hier noch Interessantes? Nee. 100% HP Drain könnte es auch sein. Das ist halt nicht ganz sicher draus zu lesen bisher. Aber da würde auch wieder ein Prozentzahl dran stehen. Das sind alles Level 1 Sachen. Das wird so nicht sein. Ja, ich denke, das ist das Attack Death Ding, wenn HP unter. Wo hatte ich es gefunden? So, Attack Death Recovery above 50% Chance to recover HP when attacked. Ich bin nicht 100% sicher, aber es klingt schon interessanter. Und dabei belasse ich es vom Aufwand her auch erstmal. Ich will jetzt nicht massig Gems raushauen. Aber wir werden das Ding einfach schon mal einsetzen. Ich habe hier einen Glyph. Dann können wir das ausprobieren. Ich meine, der andere war halt irgendwie so wack. Das muss jetzt nicht sein. So ein Einstellung. Klar, man kann es einsetzen, weil man kann es ja jeder... Und dann, man kann auch, wie man sieht, über nur einen davon einsetzen. Ich kann den dann auf irgendeine Einheit einsetzen. Dann kriegt die halt ein kleines bisschen mehr Attack. Ja, pff. Kostet nichts, deswegen kann ich es machen. Sagen wir es so. Und, wie sieht das aus, wenn wir hier... Ah, wir kriegen keine Animation dafür oder sowas. Schade. Aber jetzt haben wir da unten den zweiten Extra-Skill stehen. Ich bin ehrlich gesagt unheimlich gespannt. Wir packen wir dann auf Idea? Warum? Wobei, ja, da lohnt sich das nicht so richtig. Wir packen es auf Rivera. Ich bin unheimlich gespannt, wenn das in Global rauskommt und die Dinger lesen kann. Da freue ich mich ja schon so richtig drauf. Wenn, ich meine, das ist ein cooles System, was vielen Sachen halt... alte Einheiten nochmal verwendbarer macht, indem man sagt, wir geben da irgendwie was drauf und so. Also es ist halt eine rundherum coole Sache. Ich persönlich freue mich darüber. So, 2 verteilt, ja. Ist jetzt nicht die Welt an Dingen, die passieren, aber ich persönlich finde es cool. Vielleicht habt ihr ja beim Bekommen mehr Glück. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, wartet ein paar Tage eigentlich. Also ich habe es jetzt nur gemacht, um es vorzuführen, aber ansonsten würde ich sagen, wartet, weil es kommt jeden Tag das ein weiteres Badge. Das heißt, die coolen Badges, wo so Sachen wie Glyph kommen, kommen halt recht weit am Ende. Wer also bis dahin warten will mit den Dingern, ist natürlich sinnvoll beraten zu sagen, okay, ich warte bis dahin, weil dann kriegt man die, wenn man da dann noch coole Einheiten bekommen kann.
Aber es hat auch schon irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, von wegen, es wird wahrscheinlich die Beschwörungen in Japan nochmal deutlich ankurbeln. Davon gehe ich auch aus, weil es lohnt sich. Und hier bekommt man sie übrigens nicht. Also ich nur im 5-Gem-Gate. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr Glück hattet und coole dort bekommen habt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, bei Gelegenheit nochmal ein paar mehr zu bekommen. Vielleicht, ich fände es cool, wenn sie noch irgendwie einen Dungeon rausbringen, wenn man welche bekommt oder sowas. Dann werden sie aber sicherlich noch was machen. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.